Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 9. Weit weg vom Heil sind seine Kinder, werden zertreten im Tor, sind ohne Helfer. Hiob, Kapitel 5, Vers 4. Es sollte nicht lange dauern, bis Hiob die Gelegenheit zum Handeln erhielt. Bis dahin hatte er sich jedoch mit genügend anderen Problemen auseinanderzusetzen. Sein Proviant war aufgebraucht. Und er hatte sich bei seinem abrupten Aufbruch aus Valenkas keinerlei Gedanken über seine weitere Verpflegung gemacht. Trinkwasser stellte kein Problem dar, denn oberhalb des Wasserfalls war der Fluss gut zugänglich, sodass er zum Trinken nicht in die Schlucht hinabsteigen musste. Auch wenn er körperlich in der Lage war, länger als normale Sterbliche ohne Nahrung und Wasser auszukommen, hatte er doch nie gelernt, allein in der Wildnis zu überleben. Zum ersten Mal seit seinem schicksalhaften Zusammenprall mit der Traubensaat vermisste er seine Schar. Wie gut hätte er ihre Hilfe jetzt gebrauchen können. Varkanel hätte ihnen Nahrung beschaffen können und Henayel hätte immer gewusst, was zu tun war. Und wie gerne hätte er Paliel bei der Konfrontation mit den Beutereitern an seiner Seite gehabt. Mehr als einmal hatte er eine Schlacht nur dank des beherzten Eingreifens der fröhlichen Gabrielitin unversehrt überstanden. Ob sie ihn auch vermissten? Hiob fragte sich, wie wohl ihre Reaktion ausfiele, wenn er ihnen jetzt so gegenübertreten würde. Wäre er für sie auch der gefallene Engel, der von Gott verstoßen worden war? Während er bei Irene gelebt hatte, war alles für ihn so neu und aufregend gewesen, dass er nicht viel an seine Zeit im Himmel zurückgedacht hatte. Es war, als hätte er mit seinen Flügeln auch seine Vergangenheit abgestoßen. Und auf dem Krankenlager hatte er fast nur an Anne denken können. Anne. Fast bekam er ein schlechtes Gewissen, als er ihren Namen im Geiste wiederholte. Auch sie hatte er in den letzten Wochen beinahe vergessen. Dabei wusste er immer noch nicht, ob sie den Angriff der Traubensaat auf das Kloster Cluny überlebt hatte. Sein ohnehin vor Hunger schmerzender Magen krampfte sich noch mehr. Vielleicht verschwendete er hier nur seine Zeit bei einem nutzlosen, ketzerischen Unterfangen, das ihm nichts anging, während Anne irgendwo auf ihn wartete und ihn brauchte. Er wusste, er konnte sich diese Gedanken nicht leisten. Er hatte sich für einen Weg entschieden und musste sich jetzt voll darauf konzentrieren. Dabei blieb noch genug Zeit, sich um seine Vergangenheit zu kümmern. Zuerst brauchte er etwas zu essen. Mit einem letzten Blick auf das ruhige Lager der Beutereiter wandte er sich um und machte sich in Richtung des Gehöfts auf, das er gestern auf der Straße gesehen hatte. Eliphas saß schweißgebadet auf einer metallenen Proviantkiste in seinem offenen Zelt. Es war der erste wirklich heiße Tag in diesem Jahr und es ging kaum ein Lüftchen. Unten im Tal stand die heiße, schwüle Luft. Er stellte sich vor, wie oben über dem Rand ein angenehmer, kühler Wind ging und die schwere Feuchtigkeit wie Dampf von einem siedenden Kessel davonwehte. Aber sie waren Soldaten, die eine Mission zu erfüllen hatten. Und diese Mission erforderte ein gutes Versteck. Er lächelte grimmig und wandte sich wieder der Karte zu, die er vor sich aufgebreitet hatte. Kandas, Lutzenkor und Valenkas hatten sie schon besucht und gute Beute gemacht. Die Monarchen und Rhodes würden ihn sicher nicht wieder fortschicken, wenn er jetzt dorthin zurückkehrte. Aber es gab noch ein paar Dörfer in der näheren Umgebung, die schon lange keinen Kirchenzehnten mehr gezahlt hatten. Das Problem war, dass es immer schwieriger wurde, den Zehnten reibungslos einzutreiben. Je mehr Dörfer in einer Region sie schon besucht hatten. Es war ihm am liebsten, wenn er die Leute vollkommen überraschen, ungestört sein kleines Ritual abhalten und diejenigen Kinder auswählen konnte,
die in ihrem Aussehen am ehesten dem angelitischen Ideal entsprachen. Dann war er mit diesen Auserwählten schon längst wieder verschwunden, bevor die Eltern richtig begriffen hatten, was geschehen war. Wenn die Bewohner eines Dorfes schon aus dem Nachbardorf wussten, dass die Beutereiter kamen, stellten sie oft Wachen auf, die ihn und seine Leute schon von Weitem ausmachten und Alarm schlugen. Entweder kam ihnen dann eine jämmerliche Gesandtschaft aus alten Männern und schreienden Großmüttern aus dem Ort entgegen, die versuchten, sie noch auf der Straße zum Umkehren zu bewegen, oder die Leute verließen ihr Dorf, um sich irgendwo zu verstecken. Eliphas wusste nicht, was er mehr verabscheute. Aber nein, diesmal waren sie bisher schnell und effektiv gewesen. Bis auf diese unnötige Verzögerung mit dem Engel am Vortag in Valenkas war alles glatt gelaufen. Eliphas überlegte, ob er wegen des Engels einen Boten nach Rhodes schicken sollte, entschied sich dann aber dagegen. Es musste reichen, wenn er bei seiner Rückkehr dem bereits auf die Kinder wartenden Amatura Meldung machte. Außerdem brauchte er auf dieser Mission jeden Mann. Er hatte alles genau geplant. Wenn er ein Dorf besuchte, nahm er 10 seiner Leute mit. Somit blieben noch 6, die in 2-3-Mann-Schichten das Lager bewachen konnten. Das war das absolute Minimum. Heute Nacht würden sie sich Martials vornehmen. Wenn sie früh genug aufbrachen, konnten sie sogar noch nach Roktelat weiterreiten. Und wenn die Ausbeute in Martials zu schlecht sein würde, noch 2 oder 3 erfolgreiche Nächte und er würde diesem verdammten heißen Loch den Rücken kehren und nach Rhodes zurückreiten können. Zufrieden faltete Eliphas die Karte wieder zusammen. Er hatte sich sicher nicht darum gerissen, zum Kompteur ernannt zu werden. Aber sein ehrwürdiger Magister Abelard hatte ihn für fähig und würdig befunden und er wollte ihn nicht enttäuschen. Außerdem konnte es sicher seiner weiteren Laufbahn als Amatura nicht schaden, sich eine Zeit lang als Kompteur verdient zu machen. Eliphas erhob sich entschlossen und trat aus dem Eingang des Zells. »Antonio«, rief er seinem Rottmeister zu sich herüber, »sag deinen Leuten, sie sollen sich ausruhen, wir brechen am Abend wieder auf.« »Die gleichen Wachen wie beim letzten Mal, Kompteur?« fragte Antonio seinen Anführer. Eliphas nickte und Antonio verschwand mit angedeutetem Salutieren in einem der Mannschaftszelte. Es wurde schon dunkel, als Hiob zum Rand des Talkessels zurückkehrte. Er hatte tatsächlich den Weg zum Gehöft wiedergefunden, an dem er am Vortag vorbeigekommen war. Die Leute dort hatten zuerst sehr misstrauisch reagiert. Nachdem er an das rostige Tor geklopft hatte, war ein kahlköpfiger Greis auf der Mauer erschienen und hatte ihn mit einer Armbrust bedroht. Aber als er die Kapuze zurückgeworfen und der Mann seine Narben und die Skriptura gesehen hatte, war er wieder hinter der Mauer verschwunden und Hiob hatte leises Getuschel von jenseits des Tores gehört. Schließlich hatte der Mann ihm das Tor geöffnet, die Armbrust immer noch misstrauisch im Anschlag. Außer ihm hatte Hiob nur noch eine dunkelhäutige Frau in dem Hof angetroffen, die mindestens so alt war wie der Mann. Nachdem Hiob Luke und Mara in kurzen Worten seine Situation geschildert hatte, waren sie etwas freundlicher geworden. Sie hatten ihm etwas zu essen gegeben und ihn ein paar Stunden in ihrem Stall schlafen lassen, nachdem er seine Kleidung zum Trocknen auf der Tenne ausgebreitet hatte. Anschließend hatte Luke ihm stolz seine Armbrust und noch ein paar andere Geräte gezeigt, die er geschickt aus vorsintflutlichen Metallteilen zusammengeschustert hatte. Hiob bedauerte, dass er nicht mehr Zeit bei diesen seltsamen alten Leuten hatte verbringen können. Aber er hatte gefürchtet, am Lager der Beutereiter etwas zu verpassen. Obwohl Mara ihn mindestens 10-mal darauf hingewiesen hatte, dass seine Sachen doch noch nicht ganz trocken seien, hatte er sich bald nach dem Aufwachen wieder auf den Rückweg gemacht. Jetzt war er besser ausgestattet. Luke hatte ihm einen Sack aus Öltuch gegeben und Mara hatte ihn mit Lebensmitteln gefüllt und noch eine Decke obendrauf gelegt. Als er aus dem Tor trat, hatte er sich so sehr in der Schuld dieser Leute gefühlt, dass er sich noch einmal umgewandt hatte und mit erhobenen Händen einen Segensspruch gemurmelt hatte. Er wusste nicht, ob es etwas half, aber vielleicht konnte er den alten Leuten
so wenigstens ein gutes Gefühl vermitteln, als er, nachdem er seine neue Ausrüstung in seiner Schlafmulde abgeladen hatte, erneut zum Rand des Talkessels kroch, konnte er gerade noch beobachten, wie ein langer Zug berittener Söldner das Tal auf der anderen Seite verließ. Nachdem die Reiter abgezogen waren, konnte er noch vier Männer im Lager erkennen. Zwei standen an der schmalen Stelle zwischen Flussufer und Felswand Wache, die den Eingang des Tals bildete. Ein anderer begann, an einer Feuerstelle mit einem Topf zu hantieren, während der letzte in einem der großen Mannschaftszelte verschwand. Hier beschloss abzuwarten und das Lager zu beobachten, bis es vollkommen dunkel war. So konnte er vielleicht noch ein paar nützliche Informationen über die Gewohnheiten der Beutereiter sammeln, ehe er im Schutze der Dunkelheit ins Tal hinunterstieg. Außerdem musste er dringend eine gute Stelle für den Abstieg finden, ehe die Sonne unterging. Er wurde schnell fündig. Wenn alles nach Plan lief, würde er direkt hinter dem Zelt, in dem er die Kinder vermutete, den Boden erreichen. Im Lager war alles ruhig. Der Söldner am Feuer schien Essen für die Kinder zuzubereiten und brachte den großen Topf in das verschlissene Zelt. Es dauerte lange, bis er mit dem Topf wieder herauskam. Nachdem er den Suppentopf abgestellt hatte, begann er, rastlos im Lager herumzulaufen. Mittlerweile war es schon dunkel und Hiob schlich zu seiner Abstiegsstelle hinüber. Die Lanze hatte er bei seinem anderen Gepäck zurückgelassen. Er wollte es nicht zu einer direkten Konfrontation kommen lassen. Und wenn er an seinen Aufstieg zurückdachte, würde die sperrige Waffe ihn bei einem heimlichen Eindringen nur behindern. Ehe er sich über den Felsrand schwang, dachte er noch einmal kurz daran, wie viel einfacher alles wäre, wenn er jetzt seine Flügel noch hätte. Filippo summte vor sich hin, während er den Topf zur Feuerstelle zurückbrachte. Er war froh, wieder zur Wache eingeteilt worden zu sein. Nach dem Sonnenuntergang war es kühler geworden, und man konnte im Talkessel wieder atmen. Am Tage war die Schwüle unerträglich gewesen. Es machte ihm nichts aus, für die Kinder zu kochen. Im Gegenteil, er mochte Kinder. Eigentlich fand er es nicht richtig, die Auserwählten der Welt zu entreißen. Schließlich hatten sie bisher kaum ein Leben gehabt. Warum musste die Kirche sie jetzt nun zu Nonnen und Mönchen oder sonst auch irgendwas machen? In diesem Alter. Aber was verstand er davon schon? Es war wohl zum Wohle der angelitischen Kirche und damit zum Wohle der Welt. Außerdem bewunderte Filippo seinen Kompteur. Der Templer war der beste Befehlshaber, dem er je unterstellt gewesen war, und Filippo zweifelte keine seiner Entscheidungen an. Er spülte die Suppenreste mit etwas Wasser aus dem Topf und stellte ihn zum Trocknen neben die Glut. Das Feuer hatte er herunterbrennen lassen, während er den Kindern beim Essen zugesehen hatte. Das tat er gern. Schließlich waren sie etwas Besonderes. Sie waren die Auserwählten, göttliche Wesen, und das sah man ihnen auch an. Er hätte es vielleicht nicht bemerkt, wenn er einem von ihm auf der Straße begegnet wäre. Eine solche Gabe besaß nur der Kompteur. Aber jetzt, wenn er sie alle hier zusammen sah, spürte er die besondere Reinheit und die Kraft, die von ihnen ausging. Besonders die kleine Maria hatte es ihm angetan. Sie hatten sie in Kandas gefunden. Eliphas hatte sofort gesehen, dass Maria zu den Auserwählten gehörte. Und bei ihr war sich Filippo auch gleich sicher gewesen. Es war da irgendetwas in ihren Augen. Wenn er den Kindern das Essen brachte, ließ er die Suppe und das Brot unter den anderen Kindern verteilen. Obwohl sie kaum älter als 10 sein mochte, erinnerte sie ihn an seine Mutter, wie sie so dastand, mit der großen Kelle die Suppe aus dem Topf in die kleinen Holznäpfe schöpfte. Wenn sie fertig und der Topf leer war, trat sie beiseite und sah ihn mit diesem seltsamen, erwachsenen Blick an. Sie kannte ihr Schicksal ganz genau und nahm ihn in unbeschreiblicher Würde an. Aber sie wusste auch, was sie dafür aufgeben musste. Heute Abend hatte das Verlangen besonders aus den Augen der Kleinen geleuchtet. Er lief nervös im dunklen Lager auf und ab. Seine Kameraden von der anderen Schicht waren schon eingeschlafen, und die Wachen rechneten noch lange nicht mit einer Ablösung.
Plötzlich machte er auf der Stelle Kehrt und stürmte in das Zelt, in dem die Kinder untergebracht waren. Mit zitternden Fingern tastete er nach dem Schloss an der Gittertür des großen Metallkäfigs, der im Inneren des Zeltes stand. Kaum, dass er das Schloss geöffnet hatte, war er auch schon drin und suchte zwischen den Kindern, die sich an der hinteren Wand zum Schlafen zusammengedrängt hatten, nach Maria. Zuerst riss er in der Dunkelheit das falsche Mädchen aus dem Schlaf. Doch dann erwischte er Maria am Arm und zerrte sie hastig hinter sich aus dem Käfig. Er presste das schlaftrunkene Mädchen mit dem Arm so fest an seinen schwitzenden Körper, dass sie nur einen erstickten Laut von sich geben konnte, während er mit der freien Hand die Gittertür wieder zuzog. »Scht«, ermahnte er sie sanft und hielt ihr den Mund zu, als er sie aus dem Zelt zerrte. Dort, nahe der Felswand, würden sie in Sicherheit sein. Jedes Geräusch musste im Lager klingen, als käme es aus dem Zelt der Kinder, und die jammerten manchmal im Schlaf. Daran waren alle gewöhnt. »Maria«, er ließ sich ins feuchte Gras fallen und zog sie zu sich hinunter, als sich plötzlich eine Gestalt von der Felswand löste. Ein Schatten lag über ihrem Gesicht, so dass Filippo nicht erkennen konnte, wer es war. »Manuel?«, fragte er unsicher. Die Gestalt machte eine Bewegung auf ihn und Maria zu, und Filippo konnte die einfache Kleidung eines Bauern oder Fischers aus der Gegend erkennen. Er lachte hämisch und stützte sich auf den Ellenbogen. Mit dem anderen Arm presste er immer noch das Mädchen an seine Seite, während er ihm mit der Hand den Mund zuhielt. »Na, wen haben wir denn da? Vielleicht wäre es besser gewesen, du wärst zu Hause geblieben, Fischerbursche.« Hiob beugte sich vor und seine helle Haut leuchtete im schwachen Licht des Mondes, der trübe durch die Wolkendecke schien, auf den erschrocken zuckenden Filippo zurück. Natürlich hatte er die Geschichten der anderen über den seltsamen Engel ohne Flügel gehört, der sich in Valencas mit dem Komteur angelegt hatte. Und natürlich hatte er sich mit den anderen darüber ausgelassen, wie sie dem ketzerischen Bastard einmal so richtig zeigen würden, wenn er ihnen noch einmal über den Weg lief. »Lass sie los!« Die Stimme des Engels war nur ein Flüstern. Dennoch drang sie Filippo bis ins Mark und ließ ihn alle Kraft aus seinem Körper weichen. Maria glitt aus seinem Arm und rollte sich im Gras zusammen. »Steh auf!« Wieder schien Filippos Körper, ohne sein Zutun zu reagieren. Aber jetzt reichte es. Was ließ er sich von diesem dahergelaufenen Kerl einfach herumkommandieren? Fischer oder Engel? Er hatte ihm nichts zu sagen. »Ich weiß, wer du bist! Du bist der gefallene Enkel aus Valencas«, sagte er zuerst noch etwas unsicher und dann herausfordernder. »Der Komteur wird dich verbrennen lassen, wenn er zurückkehrt. Vielleicht hast du auch Glück und er lässt dich am Leben, bis wir wieder im Kloster sind.« Als sich auf seinem Gesicht wieder ein Grinsen auszubreiten begann, schlug Hiob zu. Der erste Schlag traf Filippo hart und unvermittelt und ließ ihn rückwärts gegen die Felswand stolpern. Warmes Blut spritzte aus seiner gebrochenen Nase. Er hatte seinem schmächtigen Gegner weder die Kraft noch die Schnelligkeit für einen solchen Schlag zugetraut. Doch jetzt hatte der Schmerz seine Kampfinstinkte geweckt. Blitzschnell ließ er sich zur Seite fallen, so dass Hiobs zweiter Schlag in die Leere ging, und zog seinen Dolch aus dem Gürtel. Mit einem wütenden Schnauben und einer Folge schneller Stiche und Schnitte trieb er den Gegner zurück. Dieser hatte dem Dolch des Beutereiters wenig entgegenzusetzen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als Filippos geschickten Angriffen auszuweichen und auf eine Gelegenheit zum Gegenangriff zu warten. »Ich glaube, du hast gerade versucht, eine Auserwählte zu befreien, Ketzer!« keuchte der Beutereiter. Wieder breitete sich ein gefälliges Grinsen auf seinem verschmitzten und blutverschmierten Gesicht aus. »Und ich habe dich gestellt und werde sicher ein stattliches Kopfgeld dafür bekommen.« Kaum hatte er den Satz vollendet, traf ihn unvermutet ein Stein am Hinterkopf. Das Mädchen war aufgestanden und hatte begonnen, mit Kieselsteinen nach ihm zu werfen. Wütend wirbelte er herum. »Du kleine Verräterin!« Der kurze Augenblick reichte Hiob. Sein Fuß traf den Söldner genau zwischen den Schulterblättern und schleuderte ihn vornüber auf einen Geröllhaufen. Sofort setzte Hiob nach. Ein Knie auf dem Rücken des Beutereiters packte er Filippos Waffenarm, brach ihm mit einem Ruck das Handgelenk und entwand ihm den Dolch.
Den markerschütternden Schmerzensschrei des Söldners beachtete er gar nicht. Voller Zorn drehte er den wimmernden Mann auf den Rücken und starrte ihm ins Gesicht. »Was hattest du mit ihr vor?« schrie er ihn an. Filippo konnte ihn kaum erkennen. Er hatte sich an dem Felsen die Stirn aufgeschlagen und das Blut lief ihm nun in die Augen. Der stechende Schmerz seines gebrochenen Handgelenkes war kaum zu ertragen. »Sie ist noch ein Kind, weißt du das? Nur ein Kind!« »Sie ist eine Auserwählte, Engel!« hallte die Stimme von Eliphas durch das Tal. Hiob sah auf und konnte erkennen, wie die Beutereiter unter Eliphas Führung ins Tal einritten. Der Kompteur brachte sein Pferd direkt vor ihm zum Stehen. »Und du hattest nicht das Recht, dich an ihr zu vergreifen, Filippo! Sie gehört dem Herrn!« »Sie gehört niemandem«, antwortete Hiob mit bebender Stimme und ließ seine Faust mit übermenschlicher Kraft auf die Brust seines Gegners hinaufsausen. Ein scharfer Schmerz durchzuckte seinen ganzen Arm, als der Hieb die Rippen des Beutereiters zerschmetterte und sein Herz und seine Lunge zerquetschte. Hiob wehrte sich nicht, als zwei Beutereiter ihn von dem leise röchelnden Söldner wegzerrten. Sie schleppten ihn auf Eliphas Befehl in das Zelt, in dem auch die Kinder gefangen gehalten wurden, und ketteten ihn von außen an den Käfig. Auch das Mädchen wurde eingefangen und wieder in den Käfig zurückgebracht. Nachdem die Beutereiter das Zelt verlassen hatten, kroch sie zu der Ecke, an der Hiob festgekettet war. Wortlos setzte sie sich zu ihm. »Wie heißt du?« fragte er nach einiger Zeit leise. »Claire«, antwortete sie.